Einen wunderschönen guten Tag, ihr Bauern ohne Hof. Endlich ist es wieder soweit. Es gibt mal wieder eine neue Folge. Und zwar erzähle ich euch ein bisschen über Weidehähnchen im Herbst und Winter und was ich dieses Jahr gelernt habe, was ich nächstes Jahr nicht mehr mache. Und wir machen unser Anhängerprojekt ein bisschen weiter. Alles andere seht ihr nach dem Intro. Also bis gleich. Ja, hier sind wir wieder. Letzte Woche war ja echt mau. Regen, Matsch, Nebel, kalt. Und es gibt ein paar Sachen, die ich dazugelernt habe, die ich nächstes Jahr auf jeden Fall anders machen werde. Und was das genau ist, erzähle ich euch später. Jetzt muss ich so langsam mich spurten. Ich habe viele Projekte vor, Hühnerställe bauen, Weideställe bauen, Weideversorgungswegen, Anhänger und alles drum und dran. Wir vergrößern uns ja das nächste Jahr ein bisschen und auch vor allem auf mehr Grundstücken. Und deswegen gibt es echt jede Menge Projekte und ich gebe ja zu, ich war in den letzten Wochen ein bisschen faul, weil es auch vom Wetter her einfach und dann von meinem Mut und alles. Und jetzt so langsam regelt sich das alles ein bisschen. Und jetzt habe ich quasi noch November, Dezember, dann ist natürlich Weihnachtspause, dann Januar, Februar, Ende Februar kommen dann die neuen Tiere, da muss quasi die Saison fertig sein. Und jetzt eigentlich die nächsten 3 Monate, 4 Monate geht es darum, vorzubereiten, was um nächstes Jahr erfolgreich zu werden. Und meine Planung erfolgreich umzusetzen vor allem. Und aus diesem Grunde, bevor wir so ein bisschen über das reden, was ich gelernt habe in den letzten Wochen, geht's an meinen Anhänger. Ja, wir haben ja hier das Projekt Anhänger. Den wollte ich jetzt so ein bisschen abschleifen. Hier ist auch nochmal ein Projekt. Das dauert aber noch ein bisschen. Und aus dem soll ja mal so ein Weidewagen werden. Also da kommt so ein IBT-Tank drauf. Da kommt ein kleines Häuschen drauf für Futter und alles drum und dran. So, dass ich den quasi von Fläche zu Fläche transportieren kann, wie ich ihn brauche. Und wollte ich eigentlich restaurieren in dem Sinne. Und mit dem fange ich jetzt mal an. Erstmal abschleifen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und ja, genau. Nicht lang schnacken, reden, machen. Ich denke, das dauert eine Weile. Ich hole euch zurück, wenn ich soweit bin. Bis gleich. Jetzt ist die Batterie leer. War ja klar, immer wenn ich was machen will. Aber das passt schon. Jetzt gehe ich nach Hause, mache die Batterie voll oder den Akku voll, gehe noch in den Baumarkt, hole Grundierung und Farbe und alles drum und dran, sodass wir bei diesem Projekt auch ein bisschen weiterkommen. Und ja, ihr seht, es war ja ein bisschen mau die letzten Wochen, Tage. Ich habe ja auch relativ wenig Videos hochgeladen, weil ich ja auch sagen muss, ich habe jetzt hier die Routine so drinne. Ich komme morgens, ich gehe abends oder komme abends, Futter, Wasser, alles vorbereiten, Gehege umstellen. Ihr kennt es jetzt so langsam und ich will ja auch euch nicht jeden Tag immer das Gleiche beibringen oder zeigen. Und von daher bin ich momentan ein bisschen einfallslos, was neue Videos anbelangt, weil ich ja euch doch schon so ein bisschen auf die Reise so ein bisschen mitnehmen möchte. Und ja, ich habe auf jeden Fall jetzt echt jede Menge Projekte auf. Ich bin gerade dabei, meine nächstes Jahr vorzubereiten, die neue Saison so ein bisschen klar zu machen.
es wird ja nun doch wesentlich größer auf mehreren Grundstücken, da vorbereiten, wo kommen die Gänse hin, wo kommen die Enten hin, wo kommen die Masthähnchen hin, was passiert mit den Hühnerpatenschaften. Und bin halt da auch relativ viel am Computer momentan, Internetseiten machen, Webseiten machen. Guck mal auf reingeschmeckt.com, machen wir einen Link in die Beschreibung. Das ist unsere neue Seite für den Streuobstcider. Das ist auch noch am Laufen. Und so kommt immer eins zum anderen und man ist immer beschäftigt. Und ja, ich will euch da ja so ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Wenn ihr also ein Thema habt, was euch interessiert oder wo ihr mehr darüber wissen wollt, schreibt doch mal einen Kommentar, dass ich auch mal so ein bisschen Ideen habe, was ihr denn eigentlich so sehen wollt. Ich kann und will euch eigentlich auch nicht immer nur die Hühner zeigen, ist ja auch langweilig. Es geht ja da um viel mehr, diese Landwirtschaft, das Aufbauen eines kleinen selbstständigen Betriebs und sowas in die Richtung. Da gehört ja schon noch ein bisschen mehr dazu. Also sagt Bescheid, was euch interessiert. Und ja, vielleicht kann man da ja ein bisschen, kann ich euch da so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie ich das bei mir hier mache. Dann als nächstes, was habe ich denn gelernt in der Zeit, in der letzten Woche, was ich vorhin noch gesagt habe? Ja, Matsch und Schnee und Nebel. Schnee war es jetzt noch nicht, aber viel Matsch. Ja, ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall nicht so spät in die Saison gehen. Also ich denke, dass ich Ende November aufhöre, weil es einfach dann ja auch ungemütlich wird. Also jetzt hier zumindest auf diesem Grundstück. Die Wiese ist nicht immer begehbar, befahrbar. Das ist immer, wenn ich Futter hole und es regnet, ich kann keine 200 Kilo Futter den Berg hoch in mein Häuschen hier schleppen. Und das andere Grundstück, was ich ja jetzt noch habe, ist besser befahrbar, auch im Winter. Ich denke, dass, wenn ich garantieren kann, dass man die Tiere täglich verschieben kann, dass der Untergrund einfach nicht zu matschig wird, sondern wirklich auch teilweise zweimal am Tag dann verschieben, dass man wirklich sicher geht, okay, da ist immer eine neue Fläche unter den Krallen und ich es nicht mit Stroh aufbessern muss, dann könnte man sich das überlegen. Aber so wie es jetzt momentan läuft, ist Stroh einfach mein bester Freund. Das hält die Tiere warm, vor allem vom Boden, die Bodenfeuchtigkeit, und die können mit der Brust, weil die meistens noch nicht so richtig gut befedert ist oder nicht richtig befedert ist im Generellen, können die da auf dem warmen Stroh liegen. Und so können sie quasi jetzt in der feuchten Jahreszeit ganz gut draußen sein. Wenn das nicht der Fall ist, vor allem Dezember, wenn dann wirklich Schnee kommen sollte, ja, da muss man sich so ein bisschen was überlegen. Also nächstes Jahr, Ende der Saison, vielleicht mache ich lieber im September einfach die doppelte Menge oder noch und friere dann ein oder wie. Das müssen wir mal gucken, wie wir das am blödesten regeln. Das zweite, was ich noch dazugelernt habe, ist, sie wachsen viel weniger, also nicht viel, viel, viel langsamer. Weil natürlich der Körper braucht viel mehr Energie, um sich warm zu halten und verbrennt dadurch viel mehr, ja, Kohlenhydrate und deswegen mehr Futter und längere Mastzeit. Also im Sommer sind sie ja 6 Wochen bei mir, dann sind sie insgesamt 9,5 Wochen alt. Jetzt im Winter, also im Dezember, die habe ich jetzt mit 3 Wochen bekommen, sind dann fast 7,5 Wochen bei mir. Also es sind eine Woche länger bei mir, in der Hoffnung, dass diese Woche quasi das gewünschte Gewicht erreicht wird. Weil irgendwann lohnt es sich nicht mehr. Also ich verdiene ja eigentlich nur, wenn sie über 1,5 Kilo sind. Alles drunter ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Und mein Zielgewicht sind immer 2,2, 2,3 Kilo küchenfertiges Gewicht. Und das ist auch ein gutes Gewicht für 4 Personen, für einen Familienhaushalt und alles. Und von daher einfach auch das mit einplanen, wenn ihr die Wintersaison ein bisschen mitnehmen wollt, dass ihr mehr Futter braucht und länger Zeit halt einfach. Der Zugang zu Wasser, auch übelst wichtig. Ohne Wasser essen sie nicht. Das heißt, dann nehmen sie auch nicht zu. Also die gucken immer, dass Wasser da ist. Ganz, ganz wichtig. Ich gehe jetzt momentan fast alle 2 Tage zu meinem Brunnen und fülle nach die Kanister. Auch wieder so ein Thema, weil dann habe ich ein Auto voll mit Kanistern. Das sind ja 250 Kilo Wasser, die ich dann hier eben anbringe. Da kann ich nicht auf die Wiese fahren, wenn es matschig ist. Wieder von unten nach oben. Also das ist alles so eine, das ist gar nicht so einfach, wenn man sich das so bewusst wird, welche Arbeit eigentlich da dahinter steckt. Und genau, also es ist einfach, sind so ein paar Sachen, die man wirklich beachten muss. Das ist im Sommer ein bisschen einfacher wie im Winter. Und andersrum gibt es Sachen, die im Winter einfacher sind wie im Sommer. Hitze ist dann die eine Sache. Was mir so ein bisschen jetzt auffällt über die 4 Jahreszeiten, die beste Saison ist einfach von April bis Juni. Und dann diese September, Oktober ist auch noch super.
Juli, August ist sehr, sehr heiß. Und November, Dezember ist sehr regnerisch und matschig. Ja, jetzt sucht euch raus, wo ihr was machen wollt. So, ansonsten war es das jetzt heute erstmal. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Und dann ist auch gleich wieder Kids abholen und Hausaufgaben kontrollieren und das Ganze. Ne? Man muss ja auch sich so ein bisschen um die Sachen kümmern. Familie geht auch, gibt es auch noch. Familie geht vor allem. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Like da lassen, Glocke drücken, Kanal abonnieren, nicht vergessen. Wir sehen uns bald wieder. Und das wird jetzt diese Woche, wenn das Wetter so bleibt, noch ein paar Mal werden. Hoffe ich doch. In der Hoffnung, dass ich euch immer schön mit ein paar Videos beglücken kann. Das macht mir ja genauso viel Spaß wie euch. Das Problem ist auch, meine Kamera spinnt momentan immer ein bisschen. Also dann macht es auch wieder keinen Spaß. Da musst du neu filmen und nochmal machen und nochmal draufdrücken. Dann sagt der Card Error und bla bla bla. Und vielleicht wird es doch Zeit, mir zu Weihnachten eine neue Kamera zu gönnen. Wir werden sehen. Also, erstmal viel Spaß euch noch. Wir sehen uns bald wieder. Euer Dietmar, der Bauer ohne Hof. Ciao.